Hi Mike, schön, dass du heute bei uns bist. Du warst ja in diesem Jahr der jüngste deutsche Teilnehmer überhaupt bei der Rallye Dakar. Seit wann weißt du denn, dass du da unbedingt mitmachen willst? Ja, also die Rallye Dakar, das war schon immer ein Lebenstraum von mir, seit ich ein Kind bin. Und es war dann eigentlich so, dass ich damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ja, 16, 17. Lebensjahr, habe ich bei KTM angerufen und habe gefragt, was man denn so braucht zum Mitfahren. Und die habe ich gesagt, natürlich erstmal Rallyes fahren und Erfahrung sammeln. Und habe dann kurz nach der Ausbildung mit meinem eigenen verdienten Geld meine erste Rallye finanziert in Marokko. Und so ging das Ganze los. Ja. Wie bereitet man sich dann so darauf vor, so vom Training her? Das Training ist sehr vielseitig, also da kann man wirklich alles machen. Also ich gehe viel Radfahren, viel Joggen, Krafttraining, Schwimmen. Und auch das Mentaltraining gehört mir dazu, also nicht nur das körperliche Training, sondern auch Mentaltraining. Ich habe da extra einen Mentaltrainer, mit dem ich mich einmal in der Woche treffe. Und wenn ich bei ihm bin, dann machen wir viel zur Konzentrationssache, Slackline, Balanceboard. Was würdest du so im Nachhinein Leuten empfehlen, die auch teilnehmen wollen? Was sind so die Grundvoraussetzungen? Also die Grundvoraussetzungen sind zum einen das Körperliche, klar, und auch das Mentale. Aber was ich jedem empfehle, wird, dass man sein Ziel nie aus dem Auge verliert. Was jetzt bei mir auch, ich habe mir ein halbes Jahr davor die Hand gebrochen, ein Jahr davor das Knie kaputt gemacht. Und ja, und wie geht es da für dich weiter? Jetzt nach der Rallye machst du weiter, jetzt bist du weiter im Motorsport aktiv, oder? Ich bekomme vom Autoteam. Die haben mich gefragt, ob ich im Auto mitfahren möchte als Beifahrer, als Navigator, weil die Motorradfahrer immer sehr gefragt sind. Und jetzt werde ich ein Jahr im Auto sitzen, bei mehreren Rallyes in Polen, in Portugal und Marokko. Und die kommende Dakar werde ich dann im Auto bestreiten und im nächsten Jahr werde ich mich dann wieder auf Motorrad vorbereiten. Ja, wie hat denn so die Leidenschaft zum Motorsport und gerade Motorrad bei dir angefangen? Ja, die Leidenschaft zum Motorsport hat damit begonnen, dass, also wie bei der meisten wahrscheinlich, das ist eine Familientradition. Also meine Oma, mein Opa, die sind damals in den 60er Jahren schon Autorennen gefahren. Und mein Papa hat das Ganze dann weitergeführt, der ist dann auch Autocross gefahren, Rallycross. Hat dann später auch angefangen Motorrad zu fahren, meinem 4. Geburtstag. Motorrad geschenkt bekomme und so ging das Ganze dann los. Okay, ja, wie hat deine Familie und deine Freunde, wie haben die doch darauf reagiert, dass du bei der Rallye Dakar mitmachen willst? Ja, meine Family, die war anfangs sehr schockiert, aber im Endeffekt standen wirklich alle hinter mir. Das war dann echt, war echt super. Wo wir gerade schon so bei Familie und Freunde sind, mit dem ganzen Training, wie du gesagt hast, mit viel Sport und auch Mentaltraining und so, bleibt da überhaupt noch Zeit für andere Hobbys? Ja, Zeit für andere Hobbys bleibt natürlich auch, beziehungsweise ich verbinde dann oft mal mein Training auch mit dem, also mein ganzes Training, meine Vorbereitung ist auch irgendwo mein Hobby. Also laufe, gehe, Radfahre, das verbinde ich dann oft auch mit meinen Kumpels, damit ich mit denen ein bisschen Zeit verbringe. Da gehe ich mit einem Kollegen laufe oder mit einem gehe ich Radfahre. Und wenn man das, also wenn man was will, wie zum Beispiel Freundin oder Family, Geburtstage, wenn man was will, dann geht es immer. Klar verpasst man mal das ein oder andere Family-Fest oder Geburtstag, aber ich sag mal, da bleibt schon noch Zeit für Freundin und Family. Und was ist bei der Rallye Dakar deiner Meinung nach noch wichtig? Natürlich der Teamgeist, also wenn man jetzt vom Team ausgehe, dass man sich gut versteht untereinander, damit man zusammenarbeitet, damit die Harmonie stimmt. Und beim Motorrad ist natürlich wichtig, dass Motorrad zuverlässig ist. Man muss dem Team vertrauen können, dass die einen guten Job machen.